Playoff-Halbfinale, Spiel 2 um die deutsche Basketballmeisterschaft bei mir. Vor dem Spiel Alba gegen Frankfurt ist Albas Co-Trainer Konstantin Lewowski. Hallo Konsti. Am Mittwoch war ein hochdramatisches, sehr kämpferisches Spiel. Glaubst du, dass heute Spiel 2 ein ähnliches Kampfspiel wird? Ich glaube, es sind Playoffs und wir erwarten in jedem Spiel ein Kampfspiel. Und ich glaube, wir beweisen gerade uns, den Zuschauern und der ganzen Liga, dass wir uns nicht nur zuständig fühlen für Spielkultur und Finesse, sondern sehr wohl auch wissen, wie man kämpft, wie man balkt und wie man in jedem Zentimeter Boden in den Playoffs kämpft. Und was wir immer wollen, ist trotzdem eine hohe Spielqualität einfach offen beizubehalten. Und das wird auch heute unser Ziel sein. Aber wie gesagt, jedes Playoff-Spiel ist Kampf und das ganze Publikum hier auch sollte sich genau auch darauf einstellen. Ihr spielt heute auch gegen den wertvollsten Spieler der BeKo-Basketball-Bundesliga, Frankfurts Dashaun Wood. Wie schafft man es, so einen Mann aus dem Spiel zu nehmen? Na, aus dem Spiel nehmen kann man ihn nicht. Also man muss jetzt nicht nervös werden, weil er anfängt zu scoren oder kluge Pässe spielt. Er ist einfach ein exzellenter Spieler. Aber man muss auch einen eigenen Maßstab entwickeln, zu sagen, das ist jetzt eine schwierige Situation, in die wir ihn gebracht haben und er hat trotzdem scoren können und trotzdem passen können. Da muss man sagen, Hut ab, deine Qualität. Oder man muss dann auch ehrlich sein, wenn man ihn in zu viele einfache Situationen gebracht hat. Ich glaube, was uns in Frankfurt gelungen ist, ist ihn hart arbeiten zu lassen für jeden seiner Punkte, für jeden seiner Pässe. Und dann kann man zufrieden sein, zumal wenn man dann auch als Sieger vom Platz gegangen ist. Wie ihr das ja am Mittwoch machen konntet, wenn man die Jungs danach so betrachtet, wie sie sich auch gemeinsam gefreut haben, hast du den Eindruck, die Mannschaft hatte in dieser Saison schon mal so viel Selbstvertrauen wie jetzt gerade? Das muss man auch in den Playoffs sich jedes Spiel wieder neu beweisen. Ich glaube, man darf nie und niemals den Respekt vor dem Moment verlieren. Das heißt, auch wenn man sich jetzt gut fühlt und auch wenn man sich jetzt zu Recht selbstbewusst fühlt, muss da irgendwo in seinem Kopf bei jedem das Alarmsignal die ganze Zeit leuchten und blinken, dass es halt auch wieder kippen kann. Und genau vor diesem Kippen muss man sich schützen und man muss einfach aggressiv weitermachen. Man darf selbstbewusst, aber nie selbstzufrieden sein. Und das ist heute wieder ein Spiel, das zu beweisen. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass die Jungs bereit sind. Und nochmal, ich glaube und hoffe auch, dass das Publikum bereit ist. Das wird kein Spaziergang, das wird ein harter Kampf. Und wir wollen das alle gemeinsam durchstehen und dann hoffentlich gewinnen. Danke, Konstantin Lewowski, viel Glück. Und wir alle haben Respekt vor dem Moment und freuen uns auf die vielen schönen Momente, die da hoffentlich heute kommen.